Wir machen eine Schweigeminute. In Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Spinnst du jetzt völlig, Kurt? Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Stalinstadt 1956. Eine Schulklasse schweigt. Für eine Minute. Aus Solidarität für die Opfer des Volksaufstands in Ungarn. Angezettelt durch die Abiturienten Theo und Kurt. Doch die Geste zieht viel weitere Kreise als erwartet. Trotz der Bemühungen ihres Rektors, das Ganze als Jugendlaune abzutun, geraten die Schüler in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Ich brauche einen Namen. Nur einen. Regisseur Lars Kraume widmet sich nach seinem Politthriller Der Staat gegen Fritz Bauer erneut der Entwicklung Deutschlands kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wieder anhand einer wahren Geschichte, die fast vergessen scheint. Wieder gut beobachtet, toll gespielt und fesselnd in Szene gesetzt. Ein Film über Mut, Zusammenhalt und einen Staatsapparat, der unfähig ist, mit solch einem Ereignis umzugehen. Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Aber Das schweigende Klassenzimmer ist auch ein Film über Angst. Weniger über die Angst vor dem System. Es geht mehr um die Angst, vom System im Stich gelassen zu werden. Oder die Angst, dass die Zukunft der eigenen Kinder in Gefahr gerät. In Zeiten, in denen die demokratischen Grundwerte vermehrt zur Debatte stehen, entwickelt sich daraus ein so spannendes wie aufschlussreiches Jung-DDR-Drama. Wir halten ja alle zusammen, dann können die uns nichts. Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versauen. Außerdem überrascht, wie wenig vom berühmten Stempel typisch deutsch spürbar ist. Für mich entsprechen zwar die braun-graue Farbgebung, ein paar Kulissen und auch ein paar Dialoge dem Klischee, aber damit kann ich leben. Allein, weil Kraumes erstklassige Besetzung vieles ausgleicht. Vor allem die jungen Darsteller schaffen es, ihren inneren Konflikt und die Tragik der Situation, in die sie geraten sind, mitreißend zu spielen. Oder Kurts Mutter, die für eine der stärksten Gesten des Films sorgt. Mein Highlight ist allerdings Burkhard Klausner als Kalter Krieg auf zwei Beinen. Die reine Bedrohung. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser Erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Rädelsführer. Ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Kurzum, eine interessante Geschichtsstunde, so bewunderungs- wie sehenswert.